Hallo, ich bin Babette und habe seit 13 Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig und möchte hier in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen über diverse Themen in dem Bereich Kinderfüße, Kinderschuhe erzählen. Alles, was so, ich sag mal, interessierte Mamis bewegt. Heute geht's um den Chelsea Boot. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Hallo liebe Eltern und hallo an allen Kinderschuhen interessierten Zuseherinnen. Heute habe ich mir mal als Thema den Chelsea Boot herausgepickt. Ein sehr bekanntes Bekleidungsstück für den Fuß, aber leider auch sehr umstrittenes Bekleidungsstück für den Fuß. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch jetzt gleich. Also, der Chelsea Boot wird ja von gleichermaßen von vielen geliebt, von Männern wie von Frauen. Gibt es also auch in allen erdenklichen Ausführungen, Farben und Styles. Also, ich sag mal, vom Schickimicki mit Pailletten besetzten Style gibt es den sowohl auch im Western-Look oder wie ich es hier mal aufgebaut habe aus meinem kleinen Sortiment der Kinderschuhe. Das heißt, wir haben jetzt auch hier jeweils mal drei Modelle in einer Größe, damit man das sich auch mal verinnerlichen kann. Und wie ihr seht jetzt auch hier, ich räume jetzt die beiden mal, die dreimal hier vorne weg, dreimal die Farbe dunkelblau. Und jedes Mal wirkt eben halt auch so ein Stiefel ein bisschen anders. Man kann ja eigentlich sagen, das ist so ein bisschen der ursprüngliche Chelsea Boot vom Look her. Früher war er noch ein bisschen niedriger. Und stammt zum Beispiel aus der Zeit der viktorianischen Zeit. Also man muss so sagen, seit 1850 gibt es diesen Schuhtyp, wurde damals logischerweise für die englischen Adligen gefertigt, die also einen Schuh haben wollten, der nach Möglichkeit ohne Schnürsenkel ist, damit er sich nicht in den Steigbügeln verfangen kann. So, nach und nach wurden dann die Absätze, da kamen Absätze dazu. Mal waren sie ein bisschen schmaler, mal waren sie ein bisschen breiter. Auch der Western-Look hat sich den Chelsea-Boot so ein bisschen mit abgeguckt. Also es gibt durchaus schmucke Versionen mit einem schönen, breiten und etwas höheren Western-Absatz, wo dann noch die typische Stickerei und natürlich auch die typische Spitze mit dazukommt. Ansonsten ist der Chelsea-Boot eigentlich immer ein, ja, recht sportliches, angehauchtes Modell, muss man halt jetzt mal so sagen. Und auch wir haben hier wirklich drei wunderbare, unterschiedliche Modelle der Firmen Bisgard und Buntgard mal hier stehen. Wie ihr seht, der ist wunderbar sportlich gehalten, urig leicht und weist aber schon die Neuerung eines Reißverschlusses auf, genauso wie der Vertreter. Und das ist so eigentlich der ursprüngliche Urtyp des Chelsea Boot. Das heißt, ich habe rechts wie links habe ich einen breiten, sehr tiefgehenden Gummizug, der also dann dem Fuß zu dem richtigen Halt im Schuh verhilft. Warum also dann ein bisschen umstritten? Angefangen wie immer hat es natürlich mit den Erwachsenen, die diesen Schuhtyp so unheimlich cool fanden. Er ist einfach reinzuschlüpfen, gut. Bei manchen, je nach Enge des Schaftes, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, ehe ich da bequem reingeschlüpft bin, weil auch hier die Spannhöhe eine große Rolle mitspielt. Zu schmal sollte hier der Fuß im Allgemeinen nicht sein, damit er hier nicht hin und her rutscht, weil der Chelsea Boot, und da komme ich wieder zu dem Fall, warum er so ein bisschen ungeliebt ist bei den Kinderschuhfachfrauen, weil er verspricht wenig Einstellungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Fußtypen. Der schlanke Fuß hat also hier im Großen und Ganzen immer den Nachteil, dass er hier nicht den richtigen Halt findet, weil natürlich die Schuhe für das Reinrutschen vom Spann her immer ein bisschen höher gearbeitet sind. Dieser Fall entfällt, wenn ich so wie hier, ihr seht es jetzt mal, ich zeige es auch gerne dann nochmal in die Kamera, wenn ich dann hier so einen Schuh habe, der doch ein bisschen mehr auf den Spannzug gearbeitet geht, also insgesamt ein bisschen flacher gemacht ist, dann habe ich hier für den schlankeren Fuß etwas mehr Rückhalt und etwas mehr Passform. Nun geht es ja aber auch generell im Bereich der Kinderschuhe immer darum, Schuhe zu verkaufen, die einen gewissen Freiraum aufweisen. Ist natürlich bei einem Modell, was ich nicht richtig mit einem Verschluss auf den Fuß aufbringen kann, immer relativ schwierig. Und da muss ich leider auch immer wieder mit sagen, kann man sich nur durch eine Sohle behelfen. Ich erwähne es nur noch mal, oder wer zumindest einer der letzten Clips gesehen hat, weiß, ich kann mit einer Einlegesohle, zusätzlichen Einlegesohle, die Weite im Schuh verändern. Ich verändere nicht die Länge.
Also der Schuh bleibt in den Grundfesten so, wie er ist. Ich verändere nur das Luftvolumen, was hier letztendlich dem Fuß zur Verfügung steht. Das heißt, mit einer zusätzlichen Sohle hebe ich den Fuß an, aber ich mache die Länge, bleibt immer noch dieselbe. Aus diesem Grund, wie gesagt, ist er für uns im Kinderschuhbereich immer relativ schwierig. Ich verwende ihn auch generell immer nur in den größeren Größen ab der Größe 31 und lieben gern schon bei Größen ab der 36, weil da ist der Fuß schon einigermaßen gefestigt und hat nicht mehr so viele Wachstumsschübe wie bei den kleineren Kindern. Im Großen und Ganzen sollte auch hier nochmal mit erwähnt werden, auch hier fällt wieder jedes Modell, jeder Lieferant etwas anders aus. Ich zeige es hier nur nochmal an diesen beiden Modellen. Wie gesagt, beide haben die Größe 33. Das ist ein Modell mit einer durchgehenden Sohle, wie ihr seht. Das ist auch ein Modell mit der durchgängigen Sohle. Und schon haben wir hier mindestens eine Nummer Unterschied, obwohl an beiden eine 33 steht. Das ist immer wieder das, wo ich sage, bitte nicht immer so blind den Angaben vertrauen, der Größenangaben der Lieferanten, weil ja trotzdem die Schuhe immer etwas anders ausfallen. Also da heißt es immer wieder, nicht nur allein nach der Optik bitte gehen, sondern eben halt auch mal kritisch hinterfragen, wie läuft mein Kind, wie steht es da drin und gucke auch immer mal die Passform nach. Das heißt, also wenn ich jetzt, wie hier habe ich es jetzt schon mal gemacht, eine Sohle hineinlege, dann kann ich den Fuß damit erhöhen, jetzt zeig's mal so rum, ja, aber ich mache ihn dadurch niemals kürzer, sondern immer nur enger. Ansonsten ein wunderbarer Schuh und wie ihr auch seht, da bleibt in puncto Optik bleibt da eigentlich fast gar kein Wunsch offen, egal ob ich es bedruckt habe, ganz klassisch mit der Lyralerung habe, ob ich ein Warmfutter haben möchte oder das klassische Lederfutter mit Membran oder ohne. Also ein Schuh für alle Jahreszeiten, er sollte halt bitte nur passen und das bitte ich zu berücksichtigen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Bis dann.